In diesem Video möchte ich eine typische Art der DOM-Manipulation zeigen, und zwar, dass ein HTML-Element auf eine bestimmte Art der Interaktion, zum Beispiel einen Mausklick, ein anderes HTML-Element beeinflusst, zum Beispiel zum Verschwinden oder zum Erscheinen bringt. Ich werde nur oberflächlich beschreiben, was mein JavaScript-Programm tut, wenn ich jetzt nachher neu aufbaue. Du kennst schon einige Bausteine der Programmierung aus unserem Python-Robot-Workshop. Und es gibt natürlich Unterschiede in JavaScript, und diese ganze Punktschreibweise zum Beispiel ist neu. Aber es geht mir weniger darum, dass du jetzt genau weißt, wie das in JavaScript geht, als dass du dieses grundlegende Konzept des Zusammenspiels zwischen JavaScript, HTML und eben auch CSS, dass du das verstehst. Ich werde jetzt zuerst einmal alles löschen, was hier nicht auf Anhieb benötigt wird. Und übrig bleibt eine H1-Überschrift, H1-Tags mit Hello World drin und eine CSS-Regel, die dafür sorgt, dass eine serifenlose Schrift beim Rendern verwendet wird und dass die Schriftgröße etwas hochgeschraubt wird. Hier im unteren Bereich habe ich die Konsole eingeblendet, das ist die Konsole von CodePen. Dazu kann ich gerade am Anfang etwas sagen. Es gibt einen Button unten links, mit dem ich das aktivieren kann, und es ist in diesem Fall nicht schlecht, damit zu arbeiten, anstatt mit den üblichen Browser-Tools, weil hier bestimmte Fehlermeldungen ausgeblendet werden, die irgendwie mit auftreten könnten wegen CodePen, sondern es geht wirklich nur um den Inhalt und nicht um die gesamte umgebende CodePen-Seite. Also vielleicht im Unterschied, wenn ich hier die Browser-Tools aufmache, sehe ich gleich zu Anfang zwei Fehlermeldungen, die nichts mit dem zu tun haben, was ich tun möchte. Darum klicke ich das weg und benutze die Konsole von CodePen. Die hat aber auch ihre Probleme, nämlich wenn CodePen auf Autosave gestellt ist und ich praktisch bei jedem Tastenanschlag ein Neurendern meines CodePen-Dokuments auslöse, dann tendiert diese Konsole dazu, zu verstopfen und Dinge anzuzeigen, die schon lange nichts mehr mit dem aktuellen Programm zu tun haben. Und darum schreibe ich hier zu Beginn Console Clear, und das sorgt dafür, dass immer wenn das Ganze neu gerendert wird, dass gleich diese Konsole geleert wird. Gut, jetzt was wir bereits kennen, das ist zum Beispiel ein Link in HTML. Wenn ich dort etwas hineinschreibe, dann kann ich in CSS zum Beispiel mit dieser Pseudoklasse Hover einstellen, dass beim Überfahren des Links, dass die Farbe wechselt zum Beispiel. Und so habe ich so eine kleine Interaktion. Aber was ich nicht tun kann, ist, dass wenn ich etwas anklicke, dass dann etwas anderes beeinflusst wird. Und dazu brauche ich eben JavaScript. Also weg mit dem Link. Und was ich jetzt brauche, sind verschiedene Dinge. Ich brauche einen Button, den ich anklicken kann. Es könnte auch irgendwelcher andere Text sein, es könnte auch ein Bild sein. Ich kann jedes HTML-Element reaktiv machen in JavaScript. Aber ich nehme jetzt einen Button. Dazu schreibe ich den Tag Button, und das gibt mir einen Knopf, der sehr klein ist, weil nichts drin steht. Also schreibe ich noch etwas Text, zum Beispiel Click Me. Und jetzt habe ich einen Button, der auch schon ein bisschen reagiert. Wenn ich mit dem Cursor darüber fahre, sehe ich eine Farbänderung. Und dann brauche ich in JavaScript irgendetwas, was auf Klicks hört. Wenn ich den Button anklicke, dann registriert der Browser diesen Klick, aber es passiert nichts damit. Also muss ich dem Browser irgendwie mitteilen, was ich
tun möchte oder was ich möchte, dass der Browser tut, sobald dieser Button angeklickt wird. Und was es dazu braucht, ist ein sogenannter Event Listener. Ein Event Listener, das ist eine Art ein Abhörmechanismus, der darauf wartet, dass etwas Bestimmtes passiert. Und wenn das passiert, wenn dieser Event auftritt, in unserem Fall ein Mausklick, dann kann ich damit etwas auslösen. Und dieser Event Listener, der kann angehängt werden an ein HTML-Element, indem ich schreibe Add Event Listener. Jetzt habe ich noch nicht gesagt, an welches HTML-Element ich diesen Event Listener anhängen möchte, und ich habe auch noch nicht gesagt, welche Art Event das registriert werden soll und was es zu tun gibt. Add Event Listener ist eine Funktion, und genauer ist es eine Methode, und zwar ist es eine Methode eines HTML-Elements. Ich kriege jetzt eine Fehlermeldung, weil noch nicht alles da ist. Zum Beispiel brauche ich, wie hier steht, Event Target, also ich brauche ein Element, auf welches dieser Listener angewendet wird. Und dazu muss ich diesen Button irgendwie in mein JavaScript-Programm hineinkriegen. Und das tue ich mit einer Variablen, dazu muss ich schreiben let und dann den Namen der Variablen, zum Beispiel myButton. Und ich schreibe extra myButton und nicht Button, damit klar ist, dass dieses Wort einfach von mir ausgewählt wurde, myButton. Ich könnte auch irgendetwas anderes schreiben, foo oder bar. Und da braucht es eine Wertzuweisung. Ich weise als Wert dieses HTML-Element zu. Jetzt, wie komme ich an dieses Element? Ich habe in meinem Video über das Document Object Model erwähnt, dass der Browser ein Objekt generiert oder eine Variable generiert, jedes Mal, wenn ein Dokument gerendert wird, die Document heißt. Und diese Variable enthält alle Informationen zum gerenderten HTML-Dokument, und sie enthält auch eine ganze Reihe von Methoden, die es mir erlauben, mit dem Dokument zu interagieren. Und in diesem Fall brauche ich die Methode QuerySelector. CodePen kennt das schon und schlägt mir da etwas vor. Und in die Klammern schreibe ich als Argument eine Zeichenfolge, also Anführungszeichen, und dort hinein kommt eben der Selektor, und das ist genau das gleiche wie in CSS. Ich kann die gleiche Schreibweise verwenden wie in CSS, zum Beispiel einen Namen eines HTML-Elements, eines Tags. Ich könnte auch einen Punkt oder eine Raute davor schreiben, und dann würde es die Klasse oder die ID bedeuten. Das ist in vielen Fällen zielgerichteter, aber hier, wo ich nur einen Button habe, ist das ausreichend. Sonst würde einfach der erste Button zurückkommen, den JavaScript findet. Und jetzt ab diesem Moment kann ich den Button-Tag und seinen Inhalt und alles, was damit zu tun hat, mit dieser Variable myButton referenzieren. Und jetzt kann ich schreiben myButton.addEventListener, und dann kriegt der Button einen EventListener. Und diese Methode EventListener, addEventListener, die braucht zwei Argumente. Als erstes muss ich sagen, welche Art Event ist hier gefragt, nämlich Klick. Und dann muss ich sagen, was passiert, wenn geklickt wird. Und das ist der Name einer Funktion. Ich muss hier einen Namen angeben, und dann wird JavaScript bei jedem Klick diese Funktion aufrufen. Und die Funktion, die nenne ich zum Beispiel do something. Und die existiert natürlich noch nicht, darum kriege ich eine Fehlermeldung. Do something is not defined. Und jetzt muss ich do something definieren. Und es gibt in JavaScript eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Funktionen zu definieren. Ich zeige jetzt einfach eine. Ich schreibe function und dann den Namen do something.
und dann die Klammer, die Argumente enthalten könnte. In diesem Fall brauche ich keine Argumente. Und dann in geschweiften Klammern steht, was die Funktion dann tut, wenn sie aufgerufen wird. Zum Beispiel könnte ich einfach in die Konsole schreiben, console.log clicked. Jetzt sind die Fehlermeldungen verschwunden, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn ich jetzt auf diesen Button klicke, steht clicked in der Konsole. Also ist jetzt der JavaScript-Teil bereit, sozusagen. Jetzt muss ich nur noch sagen, was denn jetzt genau geschehen soll. Und hier kommt der springende Punkt, sozusagen. Dieses typische Pattern, von dem ich gesprochen habe, diese typische Art der DOM-Manipulation, die involviert auch CSS. Was nämlich jetzt passiert, ist, dass eine CSS Regel aktiviert wird. Und sie wird aktiviert, indem eine Klasse gegeben oder weggenommen wird. Also zuerst einmal von Hand geschrieben. Wenn ich dem HTML-Tag H1 eine Klasse gebe, dann schreibe ich das Attribut Class und dann den Namen der Klasse, zum Beispiel Hidden. Und dann definiere ich in CSS eine Regel dazu, zum Beispiel könnte ich sagen Display Hidden, und das lässt etwas verschwinden, das blendet ein Element aus. Und falsch, natürlich heißt es nicht Display Hidden, sondern es heißt Display None. Ich habe hier etwas verwechselt. Es gibt auch noch die Eigenschaft Visibility, und die kann Hidden sein, wenn es mir recht ist. Können wir schnell ausprobieren. Ja, das ist äquivalent. Und ich lasse es mal bei Display None. Es gibt so eine Nuance Unterschied zwischen Display None und Visibility Hidden, aber ich lasse es mal so. Es hat damit zu tun, wie viel Platz ein Element im Dokument einnimmt. Jetzt könnte natürlich auch etwas anderes sein. Ich könnte auch sagen, statt Display None ist es Background Red. Ich kann es vielleicht mal so lassen für den Augenblick. Und wenn ich diese Klasse entferne, dann wird diese CSS-Regel natürlich nicht auf mein H1-Element angewendet. Und wenn ich die Klasse wieder einfüge, dann greift die CSS-Regel wieder, weil der Selektor hier, das findet etwas. Das findet etwas im HTML-Teil, nämlich dieses Attribut mit dem Namen Class und mit der Klasse Hidden. Okay, das lösche ich jetzt wieder, und dieser Teil wird jetzt mit JavaScript erledigt. Also anstatt hier in die Konsole zu schreiben, schreibe ich My Heading, aber es gibt My Heading noch nicht. Also das wäre das Element, das ich ansprechen möchte. Das existiert nicht, weil ich noch keine Variable dazu geschrieben habe. Und dann muss ich sagen, du kriegst jetzt eine Klasse. Okay, jetzt erledigen wir zuerst diese Variable myHeading. Dazu kopiere ich die Zeile mit myButton, und für QuerySelector wähle ich hier einen neuen Selektor, nämlich H1. Jetzt existiert myHeading, und jetzt kann ich dieses HTML-Element irgendwie manipulieren oder beeinflussen aus JavaScript. Und eine andere Eigenschaft, die jedes HTML-Element hat, ist eben sind diese Klassen. Wenn es keine Klassen gibt, dann gibt es hier nichts zu holen, aber es gibt die Eigenschaft ClassList, und die enthält unter anderem einige Methoden, die es mir erlauben, Klassen hinzuzufügen oder wegzunehmen. Also ich könnte zum Beispiel sagen ClassListAdd. Und dann eben den Namen Hidden, den Namen dieser Klasse, die hier in CSS, für die ich schon eine Regel geschrieben habe. Und wenn ich jetzt
das anklicke, dann wird diese Klasse hinzugefügt. Kann ich überprüfen, indem ich den Inspektor öffne und sage, untersuchen auf diese Überschrift. Und es ist so, dass ich in CodePen habe ich wahnsinnig viel hier drin, weil um mein HTML-Dokument herum noch die ganze CodePen-Maschinerie darum herumkommt. Darum ist es am einfachsten. Du klickst hier drauf und sagst mit dem Rechtsklick untersuchen. Dann kommst du an die richtige Stelle. Und hier sehe ich H1 Class Hidden. Es hat ein Attribut mit dem Klassennamen Hidden gegeben und den gibt es hier nicht im CodePen-HTML-Fenster, sondern der wurde jetzt von JavaScript hinzugefügt. Und dieses ClassList-AddHidden, das funktioniert nur einmal und dann ist die Klasse da. Und es gibt auch Remove, aber was ich hier brauche ist Toggle. Es gibt eine Methode Toggle in diesem ClassList-Objekt. Und Toggle tut schauen, gibt es eine Klasse mit diesem Namen. Wenn es schon da ist, wird sie weggenommen und wenn es noch nicht da ist, wird es gegeben. Und damit kann ich das ewig an- und abschalten. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier wieder alles sehe. Das ist der falsche Pfeil. Okay, ungefähr so. Jetzt zuerst mal schauen, geht es. Wenn ich das anklicke, dann passiert etwas. Und wenn ich im Inspektor gucke, muss ich wieder Rechtsklick sagen, untersuchen. Und jetzt sehe ich wieder mein H1-Element, Class Hidden. Und wenn ich es anklicke, siehst du, dass der Klassenname aus dieser Auflistung hinter dem Class-Attribut verschwindet. Wenn ich es wieder anklicke, dann kommt es wieder. Also weg mit dem Inspektor. Auch die Konsole brauche ich im Moment nicht mehr. Das funktioniert. Und jetzt ist der JavaScript-Teil im Grunde genommen erledigt. Hier gibt es noch ein Ausrufezeichen, irgendetwas stimmt noch nicht. Missing name after dot operator. Ist mir jetzt gerade nicht ganz klar, was hier nicht okay ist. Scheint mir eigentlich zu stimmen. Ich hoffe, das wird wieder weggehen. Okay. Ja, das Ausrufezeichen ist weg. Das war auch irgendein Überbleibsel. Grundsätzlich kann ich jetzt in diese CSS-Klasse alles hineinschreiben, was ich möchte. Ich könnte zum Beispiel, wie vorhin, anstatt dem roten Hintergrund sagen, Display Hidden. Und dann kann ich auf Knopfdruck... Ah, jetzt habe ich es wieder falsch geschrieben. Display-Namen. Und dann kann ich auf Knopfdruck ein- und ausschalten, die Sichtbarkeit dieser H1-Überschrift. Oder ich könnte zum Beispiel auch sagen, Transform, Translate, X und dann zum Beispiel das 100 Pixel verschieben. Achtung, richtig schreiben. Translate. Und das könnte ich vielleicht ergänzen mit einer allgemeinen Regel auf H1 angewendet, die eine Transition definiert, dass alle Änderungen der Transform-Eigenschaften über 0,3 Sekunden interpoliert werden sollen. Und dann kriege ich einen animierten Übergang zwischen diesen zwei Zuständen. Also hier ist das Spektrum sehr groß. Du kannst alles machen, was CSS irgendwie hergibt. Der JavaScript-Teil, der tut eigentlich nur definieren, welche Events registriert werden und was durch sie ausgelöst wird und welche HTML-Elemente davon betroffen sind. Es ist möglich, mit JavaScript direkt Style-Elemente zu manipulieren und direkt
quasi in Style-Sheet zu schreiben aus JavaScript heraus, beziehungsweise die Style-Eigenschaften jedes einzelnen HTML-Elements zu beeinflussen. Aber diese Art der Aufteilung, Funktionalität in JavaScript, Style in CSS, das ist ein sehr effizientes Pattern und es ist eine ordentliche Art der Verteilung der Kompetenzen, könnte man sagen. Vielleicht abschließend noch ein Hinweis: Das Mozilla Developer Network, abgekürzt MDN, hat eine große Dokumentation aller Webtechnologie, habe ich auch schon erwähnt. Und gerade im Zusammenhang mit JavaScript und DOM-Manipulation gibt es hier sehr viel Information. Unter anderem wird hier sehr genau beschrieben, wie dieser Add-Event-Listener, wie diese Methode angewendet wird, mit Beispielen. Und was du auch findest, ist eine Auflistung aller möglichen Events. Also wenn du hier suchst Event, dann gibt es einerseits Event Reference, also alles, was es zu Events zu wissen gibt, und Event ohne weitere Ergänzung im Titel. Und ich glaube, gerade hier gibt es eine Auflistung aller möglichen Events. Das ist eine sehr lange Liste. Also es gibt neben Klicks zum Beispiel auch die Möglichkeit, Tastenanschläge zu referenzieren oder andere Mausbewegungen, zum Beispiel wenn ich ein Element markiere oder ein Element an einem Element ziehe, oder auch zum Beispiel das Verändern des Viewports, das größer oder das kleiner machen eines Browserfensters, kann als Event registriert werden und dann mit einer bestimmten Funktionalität ausgerüstet werden. Also irgendetwas kann dadurch ausgelöst werden. So viel erstmal dazu.